war mein erstes Rennen jetzt seit über einem Monat und viele sagen dann, es ist so ein bisschen schwer, wieder in Schwung kommen. Da habe ich eigentlich nicht so das Problem. Der Start ist bei mir einfach eher meistens verhalten. Ich sage, wer beim Start drüber geht, der büßt die letzten zwei Runden. Deswegen sage ich, okay, beim Start fahre ich einfach das, was bei mir geht und kalt mir das auf dann für die letzten Runden, was er heute wieder aufgegangen ist. Ja, wir wissen alle, Mona ist hinten raus, brutal schnell. Und gratuliere an sie. Und ja, jetzt läuft noch die Vorbereitung für die WM. Für diese Siegerehrung. Und da wird es dann Gas geben. Die ganzen Kinder, muss ich sagen, das motiviert mich am allermeisten. Ich hoffe, die fangen auch vielleicht mal Radfahren an oder so. Und da bist du einfach dann stolz. Früher bist du an der Seite gestanden, hast die Großen zugeschaut und jetzt bist du einer von den Großen. Und deswegen, das ist ein besonderes Gefühl, ja. Vor allem da bin ich eigentlich sehr, sehr gern da in Dornbirn und Stimmung passt allem, egal ob Covid oder nicht. Und das passt, das freut mich und das pusht auch einem viel mehr. Eigentlich fühlte ich mich ganz gut nach einem harten Trainingsblock. Es hat extrem viel Spaß gemacht. Hatte dann leider noch kurz ein technisches Problem, aber das konnte ich dann schnell beheben und habe dann mit ein paar Plätzen gut gemacht. Und es war echt eine coole Stimmung.